Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen mal wieder bei Pascha TV. Heute gibt es eine sehr, sehr ausführliche Anleitung für traditionellen usbekischen Plov. Ich werde wirklich alle Zubereitungsschritte diesmal deutlich zeigen und auch detailliert. Also auf jeden Fall dranbleiben und viel Spaß beim Video. Wir fangen als erstes mit den Zutaten an. Die sind jetzt noch unbehandelt. Wie ich die gleich alle verarbeiten werde, werdet ihr noch sehen. Ich habe hier alles 1:1:1. Das heißt, ich habe hier 1 Kilo Karotten, 1 Kilo Zwiebeln, 1 Kilo Fleisch. In meinem Fall sind das Rippchen vom Lamm. Dann habe ich auf jeden Fall noch Lammschwanzfett, also Kuljuk. Sehr schwer bei uns zu bekommen, ist echt eine Premiere. Dann Knoblauch, gehört auch in einen Plov. Peperoni, schön scharf. Gewürze brauchen wir natürlich auch. Salz und Pfeffer als Basis. Dann nochmal ein bisschen Paprika scharf. Knoblauch und was nicht fehlen darf, Kreuzkümmel aus Usbekistan, also Sera. Das habe ich von meinem Onkel Vova. Liebe Grüße, gehen raus an Vova. Natürlich Reis, da habe ich 450 Gramm. Und die wichtigste Zutat für mich selber ist natürlich der gute Rotwein. Auf euch, Leute. Freunde, wir fangen an damit, den Reis zu waschen. Ich habe hier Basmati-Reis. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier die Stärke abwaschen. Freunde, ich gebe den Reis einfach in so ein Sieb und wasche den dann 3 bis 4 Mal gründlich durch. Ist zwar ein Aufwand, aber es lohnt sich wirklich. Denn diese Stärke, die da drin ist, die vergibt oft den Geschmack. Nachdem wir den Reis gewaschen haben, füllen wir den erstmal oben in eine Schüssel. Und in diese Schüssel geben wir ein bisschen Wasser dazu, sodass der Reis bedeckt ist. Das sorgt einfach dafür, dass er später weicher ist und dementsprechend natürlich auch besser schmeckt. Als nächstes kümmern wir uns um das Fleisch. Das ist sehr simpel, einfach entlang dem Knochen zerteilen. Das Fleisch hier oben schneide ich ebenfalls ab. So sollte das Ganze dann fertig geschnitten aussehen. Grobe Stücke mit Knochen, perfekt für den Kasan. Freunde, die Zwiebeln, die werden zuerst geschält. Die oberste Schicht kann natürlich weg. Und diese erste Zwiebelschicht, die behalten wir auf jeden Fall. Was wir damit machen, seht ihr noch. Ansonsten ist es wieder simpel, die Zwiebeln einfach in Halbringe zerteilen. Circa so, überhaupt kein Hexenwerk, wie ihr gesehen habt. Freunde, die Karotten müssen als allererstes natürlich geschält werden, ist ja keine Frage. Ich helfe mir damit so einem Sparschäler ganz gerne. So, jetzt aufpassen. Unten kommt einfach das Ende ab. Dann schneiden wir die so in 2 bis 3 cm lange Stücke. Teilen die hier längs auf. Circa so. Und diese Stücke schneiden wir jetzt in Streifen. So, diese Form hat Biss. Diese Form ist sehr mundgerecht. Und diese Form kann es länger bei höherer Hitze aushalten, ohne dass es auseinanderfällt. Es ist alles geschnitten. Der Kasan glüht schon. Das heißt für uns, wir geben das Lammschwanzfett dazu. Wir braten das Ganze an bei hoher Hitze, damit das vom Tier aus eigene Fett entweichen kann. Und auf dieser Basis werden wir dann im Nachhinein alles zubereiten. Und um dies Öl zu aromatisieren, geben wir jetzt noch die äußeren Zwiebelschalen dazu. Diese werden einfach für 2 bis 3 Minuten mitgebraten. Und damit haben wir eine sehr, sehr solide Basis für den Plov.
Wenn das Ganze schon mal so ein bisschen angeröstet worden ist, kommt es auch schon wieder raus. Wir machen mit unseren Rippchen weiter, einzeln reingeben. Freunde, was sehr wichtig ist bei Prof, immer einmal das Fleisch schon mal vorsalzen. Das ist natürlich das Highlight des Gerichts und das wäre schade, wenn das nicht den besten Geschmack hat. Und das Salz mischen wir natürlich unter. Freunde, langsam hat das Lamm auch eine schöne Farbe. Das ist das Zeichen, dass die Zwiebeln dazu können. Zwiebeln werden natürlich mit reingemischt und so lange gebraten, bis sie auch eine schöne braune Farbe haben und bis sie ordentlich Wasser gelassen haben. Zwiebeln haben gut Farbe bekommen und auch Saft gelassen. Das ist das Zeichen, dass die ganzen Karotten dazu können. Genau wie die Zwiebeln, ordentlich vermischen. Freunde, die Karotten wurden jetzt ebenfalls angeschwitzt. Das ist das Zeichen, dass wir nochmal komplett drüber würzen. Mit Salz, schwarzen gemahlenen Pfeffer, nicht zu knapp, Knoblauch gemahlen, scharfe Paprika, minimal, das soll pikant sein und nicht scharf. Und natürlich Kreuzkümmel in den Händen gemahlen. Nun den Deckel schließen, Freunde. So wird das Fleisch schön zart und die ganzen Gewürze können sich intensivieren. Ein sehr schöner Geschmack kommt daraus. Für ca. 20 bis 25 Minuten. Schaut euch an, wie herrlich das aussieht. Hat sehr schöne Röstaromen, ist sehr saftig, sehr aromatisch, genau wie man sich das von einem Kasan-Gericht wünscht. Einfach nur ideal. Ich habe gerade das Fleisch schon probiert. Es ist wirklich sehr zart. Wir streichen jetzt die ganze Masse hier im Kasan platt und dann können wir schon den Reis dazulegen. Freunde, beim Reis ist es wichtig, dass er 2 bis 3 cm mit Wasser bedeckt ist, damit er auch schön durch werden kann und damit unten auch nichts anbrennt, brauchen wir ebenfalls genug Wasser. Circa so. Jetzt können wir auf jeden Fall noch unsere Knoblauchknollen dazu tun, die ich vorhin zurechtgeschnitten habe. Die kommen einfach oben drauf. Die geben nochmal ein sehr schönes Aroma ab. So. Das gleiche gilt hier für die Peperoni. Die kommen einfach rein. Ich möchte es wie gesagt nur pikant haben. Wer es scharf möchte, schneidet die Peperoni einfach auf und steckt die dann rein. Das gibt auf jeden Fall viel mehr Schärfe ab. Freunde, wenn euer Prof soweit ist, kommt der Deckel drauf und ihr lasst alles für eine gute halbe Stunde köcheln. Wichtig ist, nicht zu viel Hitze verwenden, denn sonst brennt es von unten an. Kurze Werbung am Rande, bevor wir uns das Endergebnis anschauen. Wenn ihr auf der Suche nach einem Kasan seid, nach einem Muchak, nach einem Mangal-Grill oder sonstigen Zubehör in diese Richtung, dann checkt auf jeden Fall www.tf-metalldesign-shop.de ab. Da findet ihr sehr gute Produkte zu einem fairen Preis und mit dem Code PASCHATV10 könnt ihr auch noch 10% sparen. So, wir kommen zum Endergebnis. Ich habe jetzt doch ca. 40 Minuten gewartet. Ich wollte, dass alles wirklich durch ist. Auf moderater Hitze, wie gesagt.
Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ich hole noch eben die Peperonis raus. Genauso wie den Knoblauch. Und jetzt wird natürlich alles schön vermischt. Jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp von mir. Ich serviere den Broth gerne mit frischen Kräutern. Dafür mache ich mir den Teller immer schön voll. Und dann verfeinere ich alles hier schön mit klein gehackter Petersilie. Das ist mein Broth, Freunde. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann gebt mir gerne ein Like oder einen Kommentar für den Algorithmus. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert natürlich den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Pascha. Ciao.